Leider das Gefühl, dass man hier nur etwas wirklich Wertvolles bringen darf. Also nicht wie üblich. Mit anderen Worten, ein Geigensolo. Und zwar ein Stück, das jeder kennt und jeder mag. Meine Damen und Herren,
Der Südfunk Stuttgart zeigt Ihnen einen Film über sich selbst. Wie sieht es hinter den Kulissen von Hörfunk und Fernsehen aus? Eines der Geräusche, das die Inspizienten am Morgen suchten, wird hier zugespielt. Geräusch abfahren. Film ab. Für meinen Geschmack. No, also, wir kriegen schon hin. Ja, Piano schon, Piano, aber ein singendes Piano, ja, ja, ein sprechendes. Also, 16. Takt. Totes Piano nur selten, das gibt auch, aber nicht hier. 16. Takt, nur die Streicher.
Wenn Sie denken, ta 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 di 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 ba ba bam bam, ist nicht gut. Hier ist die Partei, ra ba 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 ba. Und da ist die Partei, ba ba bam bam. Diese schizophrene Mischung von, es wird traurig, nein, es wird lustig. Vergessen Sie es nicht. Ich werde es bestimmt vergessen, aber Sie vergessen es nicht. Wenn man das hört, das macht wirklich Spaß. 2:19. Das ist keine Entspannung, Sie machen. Viel zu gespannt. Entspannen! Thank you.
sieht genauso aus wie... Es sieht genauso aus wie... Elektronische Musik gar nicht gegen. Das hat er alles schon gemacht, Herr Beethoven. Geräusch abfahren. Geräusch abfahren. Geräusch abfahren. Thank you.
Thank you.
Das Werk, das Sie nun gespielt von unserem Südfunk-Sinfonieorchester hören werden. Herr Dr. Gottwald, Sie kennen das Werk sehr gut. Wie kommt es zu diesem merkwürdigen Nebeneinander von ganz modernen und ganz traditionellen Klängen? Als Gedächtnis, als Beziehung zur Vergangenheit, ist es Wissen, Hoffnung und so weiter. Wir befinden uns in einem Jahrhundert der Archive mit Musikbibliotheken, vergleichbar mit Textbibliotheken. Im Schallarchiv werden die Produktionen auch bewahrt. Hier sind sie katalogisiert. Im Filmarchiv sind eine Anzahl wertvoller akustischer Tondokumente und Kuriosa. Bild und Ton werden hier geschnitten und geklebt. Hier erhält der Film seine Form. Wie klingt das nur? Ja. Wir wollen versuchen, der Eigenart dieses Werkes etwas nachzuspüren. Es fällt auf, dass Ihr Orchester anders aufgestellt ist, als man es von einem Symphonieorchester gewöhnt ist. Eine Konzeption, bei der drei Orchester unter drei Dirigenten... Der Aufwand von diesem Stück ist so groß, dass nur eine Institution von der Kraft eines deutschen Rundfunksenders sich das leisten kann. Das Weitergehen in der Entwicklung dieser eigentümlichen Verbreitungsart menschlicher Kultur zeigt, auch mit wenigstens aufklingen lassen, was es um diese Verbindung von Technik und Geist auf sich hat. Viel sehen, hören, wenig sagen, ist gut und nützt in allen Tagen. Wie ist es mit dem Publikum? Muss ein Hörer Spezialist sein, um solche Musik hören zu können? Im Gegenteil, er soll nur offen sein für das, was er noch nicht kennt. Aber er hat Schwierigkeiten damit. Oh, das mag schon sein. Hier gibt es eine Gesellschaft für neue Musik und ein Publikum, das ihrer schwierigen Problematik aufgeschlossen gegenübersteht. Bruno Eschinger Musiktage für zeitgenössische Tonkunst. Diese Geschichte geht weiter und wird rückblickend zwar nicht in Vergessenheit geraten, aber immer in engem Zusammenhang mit dem jeweiligen Zeitraum stehen. Bedauern Sie eigentlich, dass es heute keine Skandale mehr gibt, wie früher, wenn eins Ihrer Stücke uraufgeführt wird? Ja, ich glaube, man ist dann jetzt selbst schon von neuer Musik. Es war die goldene Zeiten sind schon vorbei, leider. Die Chöre haben keinen Text mehr zu singen, sondern sie begnügen sich mit Phonemen. Ich glaube, es empfiehlt sich, dieses kleine Stück einmal auf Band vorzuführen.
Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Point five, point four, point three, point two, point one. Hero! Thank you very much.